Das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Mittwoch, den 3. August, präsentiert von IBPRO, die Lösung für Bestand und Profession. Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus? Am 22. Februar diesen Jahres fragten wir, wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus? Und die Branche antwortete: Vom Azubi bis zum Vorstand. Dazu fragten wir noch bei Google, Meta oder Microsoft nach und sprachen mit Zukunftsforschern. In der ersten Folge der Podcast-Trilogie befassen wir uns damit, wie wir wohnen, arbeiten und uns weiterbilden werden. Wie ist der Stand von Smart Home, KI und der gesamten Technologie? Wie wird unsere Lebenswelt 2030 aussehen und was bedeutet das für die Versicherungsbranche? Die Antworten hören Sie im Podcast. Kosten schrecken vor Riester ab. Fast ein Drittel, 29% der Menschen in Deutschland, die bisher keine Riester-Rente abgeschlossen haben, geben an, dass diese ihnen zu teuer sei. Knapp jeder Fünfte, 18%, sagt, dass diese Form der Altersvorsorge zu wenig Förderung bietet. 16% wiederum geben an, dass ihnen nicht genug Informationen dazu zur Verfügung stehen. 13% der Menschen in Deutschland erachten die Riester-Rente als zu bürokratisch. Das hat eine repräsentative Online-Umfrage im Auftrag von Clark ermittelt. PKV für Selbstständige – die Favoriten der FEMA-Makler. Der Maklerverbund FEMA befragt Partner und Genossen regelmäßig nach deren favorisierten Anbietern im Bereich der privaten Krankenvollversicherung. Für die Zielgruppe der Selbstständigen spielen laut Auswertung folgende drei Anbieter die größte Rolle: Hallische mit 14,9% der Nennungen, gefolgt von Hanse Merkur 12,45% und Barmenia 10,18%. Helvetia lanciert umfassende Immobilienplattform. Die Online-Plattform Helvetia ImmoWorld soll Kundenbedürfnisse rund ums Eigenheim abdecken. Das Angebot umfasst Informationen, Checklisten und Rechner zu Versicherung, Vorsorge und Immobilienbesitz. Auch spezielle Partnerangebote sind Teil von ImmoWorld. Die Schweizer bauen damit ihr Ökosystem Home weiter aus. Ergo – neue Zahlenzusatztarife für gesetzlich Versicherte. Die Ergo Krankenversicherung AG kommt mit einer neuen Produktlinie für die Zahnzusatzversicherung auf den Markt. Gesetzlich Versicherte können aus 5 verschiedenen Zahnzusatztarifen auswählen. Die neuen Tarife für Zahnersatz und Zahnerhalt haben keine Gesundheitsfragen, keine Wartezeiten und sehen ein monatliches Kündigungsrecht vor. In den ersten 6 Vertragsmonaten müssen nur 50% des Tarifbeitrags gezahlt werden. Kontinentale Krankenversicherung. Kunden erhalten 143,6 Millionen Euro. Die Kontinentale Krankenversicherung erstattet ihren Kunden jetzt insgesamt 143,6 Millionen Euro. 166.000 Versicherte, die im vergangenen Jahr keine Rechnung eingereicht hatten, erhalten einen Teil ihrer Beiträge zurück oder eine Pauschalleistung. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Mittwoch, den 3. August, präsentiert von IBPRO, die Lösung für Bestand und Provision.